Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Für die heutige App, eine iOS App, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es die mal gratis gab, ob ich dafür einen Promocode bekommen habe oder ob ich tatsächlich den Preis bezahlt habe. Falls ich einen Promocode bekommen habe, vielen Dank, thank you very much an dieser Stelle im Nachhinein. Das ist schon ziemlich lange her, nämlich, dass ich die App runtergeladen habe und irgendwie kam ich immer gar nicht dazu, ja, eine Folge darüber zu machen. Die Rede ist von Week Calendar, inzwischen mit Apple Watch App. 1,99 € teuer, Versionsnummer 9.3 liegt inzwischen vor, 25,1 MB groß. Neben Deutsch und Englisch werden auch Sprachen wie Französisch, Japanisch, Koreanisch etc. pp. Unterstützt. Erfordert iOS 8.1 oder neuer und bei 5804 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Es gibt noch In-App Käufe, nämlich den Wetterkalender für 1,99 €, den Spielplan vom Fußball für 99 Cent, Wochennummern für 99 Cent, Feiertage der Schweiz oder so, Tour de France, Feiertage Spanien etc. pp. Ich lese einmal kurz was aus der Beschreibung vor. Ganz gleich, ob Sie die iCloud Exchange oder den Google Kalender verwenden. Week Calendar ist die benutzerfreundlichste und umfassendste Kalender-App der ganzen Welt und optimal für alle Anwender, die den Funktionsumfang ihrer Kalender-App voll ausschöpfen möchten. Bietet Ihr jetziger Kalender auf Ihrem iPhone, iPod oder iPad Ihnen nicht genug Funktionalität und Optionen, dann ist Week Calendar die richtige Lösung für Sie. Klare Kalenderführung, also es gibt natürlich es gibt Ansicht für den Tag, die Woche, Minimonate oder normale Monate oder ein Jahr. Es gibt, natürlich greift die App auch auf eure Kalenderdatenbank zu, also wenn ihr vorher den iOS-eigenen Kalender genutzt habt oder Fantastica nutzt oder was auch immer. Verschieben Sie Ihre Termine durch Ziehen, Kopieren und Einfügen, gestalten Sie Ihren vollen Terminplan übersichtlich, indem Sie unterschiedliche Termine und Ereignisse verschiedene Farben zuweisen. Dann kann man ebenfalls noch natürlich sagen, dass Termine wiederholt werden sollen oder verschieben von Ereignissen oder ganztägig oder eben nicht ganztägig. Es gibt ebenfalls, was ich schon ansatzweise erwähnte, verschiedene Kalender, die ihr abonnieren könnt. Irgendwie Geburtstage von bekannten Schauspielern oder Schauspielerinnen, Feiertage, irgendwas Wichtiges, was an den Tagen passiert ist, etc. pp. Navigieren könnt ihr ebenfalls zum Beispiel mit Google und Apple Maps. Wenn ihr irgendwie den Ort des Kalendereintrags hinterlegt habt. Es gibt ein Widget, es gibt Vorlagen, es rotiert mit dem Bildschirm, es gibt, funktioniert ohne Einrichtung für alle Kalenderdienste, die das iOS unterstützt, also iCloud, iCal, Google Exchange, Outlook, CalDAV, Geburtstage und Abonnements. Lokale Kalendereinladung ermöglicht es Ihnen, Einladungen unter Benutzung eines lokalen Kalenders zu versenden, Anlagen alternativer Kalender, Chinesisch, Hebräisch, Indisch, Islamisch, Persisch, also wenn ihr wirklich eine ganz, ganz, ganz mächtige Kalender-App sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall euch mal Week Calendar angucken. Ich für meinen Fall brauche keine ganz, 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 ganz mächtige Kalender-App und bin und bleibe wahrscheinlich einfach, solange ich ein iOS-Gerät nutze, jedenfalls Fantastical treu. Auch auf dem Mac nutze ich Fantastical und ja, das mag ich einfach und das passt perfekt in meinen Workflow. Für andere Leute glaube ich auf jeden Fall, dass Week Calendar ja, die richtige Wahl ist und auch noch sehr gut funktioniert und auch noch gut aussieht und mit 1,99 € auf jeden Fall auch nicht zu teuer ist. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag
oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatalk.